Double, Literale im Bereich der reellen Zahlen, und zwar der großen reellen Zahlen. Double ist ja ein 64-Bit, ist eine 64-Bit-Leitkommazahl. Das sind Dezimalzahlen, gefolgt von einem Dezimalpunkt und optionalem Exponent. Also beispielsweise 18 Punkt ist ein Double-Wert. 18 ist ja im Prinzip ein Integer-Wert und 18 Punkt ist nun ein Double-Wert. Oder 1,1.8E1 oder .18E-2. E ist dabei repräsentiert mal 10 hoch 1 mal 10 hoch minus 2. Float-Literale sind Double-Literale mit nachgestelltem F oder F. Genauso wie bei Long und Int. Int gibt es diese Unterscheidung nun auch für Float und Double. Also 18.0F oder 1.8E1F. Dabei handelt es sich jetzt um Float-Literale. Und wenn ich Float-Variablen, also Variablen vom Typ Float, mit Literalen initialisieren möchte, dann muss ich das entsprechend so machen. Das heißt, auf jeden Fall das F dahinter schreiben. Charakterliterale. Ja, Charakter sind ja Buchstaben. Und Charakterliterale sind Zeichen, die entsprechenden Buchstaben zwischen zwei Apostrophen. A, klein a, groß a oder der entsprechende Buchstabe, oder ein Buchstabe ist es ja nicht, das entsprechende Zeichen 2. Oder es gibt Sonderzeichen. Sonderzeichen werden durch die Escape-Sequenz, das ist dieses Backslash, repräsentiert. Backslash n als Buchstabe repräsentiert einen Zeilenvorschub. Mithilfe vom Backslash und dem doppelten Apostroph, also dem Hochkomma, kann ich genau dieses Zeichen repräsentieren. Wenn ich jetzt aber beispielsweise das Backslash-Zeichen repräsentieren möchte, muss ich davor auch das Backslash-Zeichen schreiben, weil ein Backslash immer ein Sonderzeichen ist. Und wenn ich nur ein Backslash-Zeichen hier hinschreiben würde, dann würde dieses Backslash-Zeichen sich auf dieses Apostroph beziehen und der Compiler würde einen entsprechenden Fehler liefern, weil das schließende Apostroph entsprechend fehlt. Deswegen das Backslash-Zeichen als Buchstaben wird repräsentiert durch diese zwei Backslash-Zeichen. Oder ich kann sogenannte Unicode-Zeichen verwenden. Die Basis von Java sind ja Unicode-Zeichen. Die beginnen immer mit einem Backslash U und dann folgt eine Hexadezimalzahl. 00A9 repräsentiert beispielsweise dieses Sonderzeichen Copyright. Mithilfe dieser Darstellung kann man also bestimmte Sonderzeichen, wie dieses Copyright-Zeichen, auf dem Bildschirm ausgeben. Und dann gibt es noch die Zeichenkettenliteralen, das heißt Strings, werden wir hinterher nochmal genaueres zu erfahren. Das sind Zeichen zwischen zwei Anführungszeichen. Anführungszeichen, Anführungszeichen. Und hier kommt jetzt eine Zeichenkette und die kann unter Umständen auch enthalten hier Sonderzeichen Backslash N. Wie gesagt, Backslash N ist das Sonderzeichen für Zahlenvorschub. Und wenn ich hier jetzt beispielsweise vorschreibe System.out.println und dann das übergebe zwischen den runden Klammern, dann würde mir ausgegeben Hello, dann erfolgt ein Sprung in die nächste Zeile und dann World. Das heißt, diese Zeichen mit dem entsprechenden ist mit der entsprechenden Escape-Sequenz versehen, mit dem Backslash, die führen zu besonderen Dingen, die entsprechend definiert sind. Es gibt noch weitere Sonderzeichen, das müssen Sie in entsprechenden Büchern mal nachlesen. Auch die Unicode-Zeichen, da gibt es entsprechende Tabellen, beispielsweise im Internet, die genau sagen, welche Unicode-Sequenz welchen Zeichen entspricht. Beispielsweise Schriftzeichen auch für anderen Sprachen, chinesische Zeichensätze und so weiter.